Die Echtheit ist also nun bestätigt. Der Abhörskandal um die Bundeswehr nimmt damit eine völlig neue Dimension an. Hochrangige Offiziere hatten mit dem Inspekteur der Luftwaffe Ingo Gerhards über den Einsatz der Taurus-Marschflugkörper ohne direkte deutsche Beteiligung in der Ukraine diskutiert. Und Russland hörte mit und leakte das Gespräch. Der eigentlich streng vertrauliche Dialog fand über eine nicht geschützte Leitung statt. Der Kanzler und Sicherheitspolitiker sind entsetzt und fordern eine lückenlose Aufklärung. Mehr von Luisa Stangl. 38 Minuten ist der von Russland geleakte Audiomitschnitt lang. Zu hören eine Besprechung von Luftwaffeninspekteur Generalleutnant Ingo Gerhards und drei weiteren Offizieren, die so wohl nie an die Öffentlichkeit gelangen sollte. Das Verteidigungsministerium bestätigt einen Abhörfall bei der Luftwaffe. Der militärische Abschirmdienst MAD ermittelt. Möglicherweise haben die abgehörten Offiziere gegen Sicherheitsregeln verstoßen durch die Nutzung einer ungeschützten Leitung. Laut dpa nutzten sie für ihr Gespräch die Kommunikationsanwendung WebEx. Der Kanzler zeigt sich besorgt, verspricht Aufklärung. Das, was dort berichtet wird, ist eine sehr ernste Angelegenheit und deshalb wird das jetzt sehr sorgfältig, sehr intensiv und sehr zügig aufgeklärt. Das ist auch notwendig. In der Gesprächsrunde geben die Militärs sensible Informationen über Taurus-Bundeswehrbestände preis. Beratschlagen, ob der Marschflugkörper Russlands Brücke zur besetzten Halbinsel Krim zerstören könnte und wie die Ukraine Taurus ohne deutsche Soldaten einsetzen könnte. Scholz begründet sein Nein zu Taurus mit der Beteiligung deutscher Soldaten. Die Opposition schließt einen Untersuchungsausschuss nicht aus und stellt die Glaubwürdigkeit des Kanzlers in Frage. Der Bundeskanzler nunmehr erst recht diskreditiert ist, weil klar ist, dass er die Öffentlichkeit falsch informiert hat. Nämlich, es ist überhaupt keine Bundeswehr nötig für Taurus. Das macht die Firma. Damit hat er die Briten und Franzosen bloßgestellt, die inzwischen schon diplomatisch aktiv geworden sind. Also wir sollten sehr deutlich auch schauen, dass hier die Ursache des Übels im Kanzleramt liegt. Russlands staatlicher Propagandaapparat läuft auf Hochtouren. Der russische Außenminister Lavrov spricht von hinterhältigen Plänen. Die Situation zeigt deutlich, dass die Kriegspartei in Europa immer noch sehr stark ist, falls jemand daran gezweifelt hat. Die jüngsten Äußerungen von Macron, Austin und die Gespräche der deutschen Generäle zeigen uns, dass die Kriegspartei ihren Kurs nicht ändern will, um Russland eine strategische Niederlage auf dem Schlachtfeld zuzufügen. Ob der Mitschnitt verändert wurde, kann das Verteidigungsministerium noch nicht sagen. Mehrere Soldaten haben ihn weltgegenüber als authentisch eingestuft. Damit dürfte auch nicht ausgeschlossen sein, dass die Russen auch andere geheime Gespräche der Bundeswehr abgehört haben. Und damit schauen wir auf die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Nach russischen Angaben haben ihre Luftabwehrsysteme mehrere ukrainische Drohnen über der Krim abgeschossen. Die Brücke vom russischen Festland aus zur Schwarzmeerhalbinsel ist zurzeit für den Straßenverkehr gesperrt. In Odessa suchen nach einem russischen Drohnenangriff die Einsatzkräfte weiter in den Trümmern nach Verschütteten. Laut offiziellen Angaben wurden mindestens 18 Wohnungen zerstört. In seiner abendlichen Videobotschaft bat der ukrainische Präsident Zelensky den Westen erneut eindringlich um weitere militärische Hilfe, vor allen Dingen bei der Flugabwehr. Seit rund 5 Monaten herrscht Krieg im Gazastreifen. Noch gibt es bei den Bemühungen der internationalen Vermittler um eine Feuerpause keinen Durchbruch. Die USA haben inzwischen mit dem Abwurf von Hilfsgütern aus der Luft für die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen begonnen. Gleichzeitig laufen die Bemühungen um eine Feuerpause noch vor Beginn des Ramadan am 10. März zwischen Washington und dem Golfemirat Katar sowie Ägypten unter Hochdruck. In Israel gingen tausende Menschen auf die Straßen, um gegen die Regierung von Ministerpräsident Netanyahu zu demonstrieren. Seit dem Terrorüberfall der Hamas-Terroristen am 7. Oktober ist Netanyahus Beliebtheit auf einem absoluten Tiefpunkt. Und damit schauen wir nach Tel Aviv zu unserem Kriegsreporter Paul Ronzheimer. Guten Morgen, Paul. Du warst ja bei den massiven Protesten gegen die Regierung Netanyahu mit dabei. Was ist denn der Kern der Unzufriedenheit gegen Netanyahu? Es gibt zwei Dinge, die für die Menschen hier in Israel, insbesondere in Tel Aviv, entscheidend sind. Erstens die Geiseln, die immer noch
von den Hamas-Terroristen festgehalten werden und wo man der israelischen Regierung und insbesondere Benjamin Netanyahu zu wenig Verhandlungsbereitschaft vorwirft und sagt, dass man diese Geiseln dort alleine lasse, dass man nicht genug tue, um sie rauszuholen. Das ist das eine. Und das andere ist der generelle Protest gegen die Regierung Benjamin Netanyahus. Wir dürfen ja nicht vergessen, vor dem 7. Oktober waren hier häufig Zehntausende auf den Straßen, um gegen die Regierung zu demonstrieren, auch gegen Netanyahu zu demonstrieren. Und jetzt mischt sich insgesamt auch noch eine Szene sozusagen der Kriegsgegner unter diese Demonstranten, also diesejenigen, die sagen, es brauche einen sofortigen Waffenstillstand. Eines darf man dabei nicht vergessen, es sind einige Tausend, das stimmt, aber es sind eben nicht die Zehntausenden oder teilweise mehr als 100.000, die es mal gegeben hat, die hier vor Monaten auf die Straße gegangen sind. Also in dem Vergleich immer noch ein kleinerer Teil, aber ein größer werdender. Wir sind eigentlich eine Demokratie, aber Netanyahu und die gesamte Regierung wollen aus Israel eine Diktatur machen. Netanyahu interessiert sich nur für Netanyahu. Die Koalition hat die Kraft, Netanyahu zu stürzen, und auf diese Koalition hoffen wir. Wenn eine Waffenruhe die Geiseln zurückbringt, bin ich dafür, 100%. Wir müssen ihn stoppen, wir wollen die. Ja, Paul, wir haben es eben gesehen, du hast mit vielen Menschen gesprochen, aber unter diesem Eindruck, wie wahrscheinlich hältst du denn, dass es tatsächlich eine Feuerpause bis zum Beginn des Ramadan am 10. März geben könnte? Wir haben gestern auch optimistische Stimmen aus den USA gehört. Da heißt es, dass die USA damit rechnen, dass von israelischer Seite dieser Waffenruhe zugestimmt worden sei bereits. Das ist die Aussage der Amerikaner. Wir haben dazu noch keinen Kommentar von der israelischen Regierung gehört, dass man jetzt auf ein Signal der Hamas-Terroristen warte, ob sie ebenfalls bereit sind auf diese sechswöchige Waffenruhe. Die Frage ist dabei, was sind die genauen Konditionen, was passiert mit den Geiseln, wie lang ist die Waffenruhe, also bleibt es bei den 6 Wochen. Tatsache ist, dass die USA, aber auch andere Länder massiv darauf dringen, auch aufgrund der humanitären Situation in Gaza. Wir haben in der letzten Woche diese dramatischen Szenen gesehen, wo mehrere Menschen gestorben sind bei Schüssen. Wir wissen bis heute nicht ganz genau, was dort passiert ist, während die Hamas-Terroristen Israel vorwerfen, dass man gezielt geschossen habe. Wehrt sich das israelische Verteidigungsministerium gegen diese Darstellung und sagt, es habe zu Angriffen auf israelische Soldaten gekommen, dann habe man sich gewehrt. Also auch da ist nicht ganz klar, was passiert ist, aber Fakt ist, dass die Lage dramatisch ist in Gaza, nicht nur aufgrund dieser Tragödie, sondern auch aufgrund der gesamten humanitären Situation. Weil diese so schlecht ist, haben die USA bereits gestern damit begonnen, Hilfe abzuwerfen aus der Luft, gemeinsam mit Jordanien. Also eine Art Luftbrücke. Das scheint insbesondere zu zeigen, wie schwierig auch mittlerweile das Verhältnis zwischen den USA und Israel geworden ist, denn ansonsten hätte man die Hilfe hier über Land organisiert. Paul, danke für all diese aktuellen Informationen an diesem Sonntagmorgen. Du wirst natürlich die Lage für uns weiter intensiv von Tel Aviv aus beobachten. Danke schön dorthin. Ja, wir bleiben noch beim Nahostkonflikt, denn das vor knapp 2 Wochen von der Houthi-Miliz angegriffene Schiff Rubima ist im Roten Meer gesunken. Das mit 41.000 Tonnen Düngemitteln beladene Schiff sei bei stürmischer See untergegangen, teilte die international anerkannte Regierung im Jemen mit. Nach dem Untergang wächst die Sorge vor möglicherweise katastrophalen Auswirkungen auf die Umwelt. Greenpeace warnt vor dem Austritt von Heizöl aus dem Motor und einer weiteren Beschädigung des Rumpfes. Ein Austreten der Düngemittel könnte der Organisation zufolge das ökologische Gleichgewicht in der Region empfindlich stören. Donald Trump setzt seinen Siegeszug bei den Vorwahlen um die Präsidentschaftskandidatur bei den Republikanern fort. Der Ex-Präsident gewann in den Bundesstaaten Missouri, Idaho und Michigan. Seine einzig verbliebene parteiinterne Konkurrentin, die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley, war klar unterlegen. Der 77-Jährige hat trotz diverser Skandale und Gerichtsverfahren großen Rückhalt bei den Republikanern. Nach einer aktuellen Umfrage der New York Times liegt der Milliardär aktuell auch deutlich vor Amtsinhaber Joe Biden.
Nach den erneut gescheiterten Tarifverhandlungen zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn hat Verkehrsminister Wissing von der FDP an die Kompromissbereitschaft beider Seiten appelliert. Betroffen von den neuen Streiks wäre neben den Bahnfahrern auch die Wirtschaft, weil auch der Güterverkehr nicht fahren könnte und etwa Kohletransporter für die Kraftwerke Probleme bekommen könnten. Nach dem vorzeitigen Scheitern vierwöchiger Verhandlungen am vergangenen Donnerstag drohen ab kommender Woche also wieder lange Arbeitskämpfe und damit weitreichende Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Nach der Festnahme der RAF-Terroristin Daniela Klette veröffentlichte das LKA Niedersachsen nun neue Fahndungsfotos eines ihrer Terrorkomplizen der linksextremistischen Rote Armee-Fraktion. Die Bilder von Burkhard Garwick könnten Schwung in die Fahndung nach ihm und dem Dritten im Bunde, Ernst Volker Straub, bringen. Die Ermittler vermuten, dass die beiden sich in Berlin aufhalten und dort untergetaucht sind, genau wie Klette. Mutmaßlich Burkhard Garwick gemütlich beim Essen auf der Couch. Der Teller ist noch voll, einen Hund auf jeder Seite. Veröffentlicht wurden diese und weitere Aufnahmen vom LKA Niedersachsen. Stammen sollen sie aus den Jahren 2021 bis 2024. Auch Fotos von mehreren Hunden wurden veröffentlicht. Ob sie Burkhard Garwick gehören, ist unklar. Dafür hat das LKA Niedersachsen mittlerweile andere, neue Erkenntnisse. Wir gehen davon aus, dass Burkhard Garwick und Daniela Klette in den letzten Monaten Kontakt miteinander hatten. Das LKA Niedersachsen intensiviert weiterhin die Fahndungsmaßnahmen. Dazu beitragen sollen auch die aktuellsten Fotos, von denen wir uns natürlich auch gerade im Zusammenhang mit den Hunden Hinweise aus der Öffentlichkeit erhoffen. Mit der Veröffentlichung der Bilder könnte die Fahndung nach dem mutmaßlichen RAF-Terroristen neue Fahrt aufnehmen. Ihm werden versuchter Mord und diverse schwere Raubüberfälle vorgeworfen. Der Schein trügt. Auf diesem Foto sieht man einen netten älteren Herrn mit Hund. Das zeigt eben ganz deutlich, dass der beschuldigte Garwick offensichtlich in der Vergangenheit unter dieser Legende auch gelebt hat. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der beschuldigte Garwick, dass ihm eben schwerste Straftaten unter Verwendung von Kriegswaffen zur Last gelegt werden und dass es sich dort eben nicht um den netten Nachbarn mit Hunden handelt. Möglicherweise lebt sein mutmaßlicher Komplize Ernst Volker Staub ein ähnlich bürgerliches, unauffälliges Leben. Auch nach ihm fahnden die Behörden. Das LKA Niedersachsen rät dringend davon ab, Verdachtspersonen persönlich anzusprechen. Sie könnten bewaffnet sein. Hinweise können bei jeder Polizeidienststelle gemeldet werden. Der Ärztemangel in Deutschland ist weiterhin groß. Ein Gegenmittel könnte sein, mehr Mediziner aus dem Ausland holen. Ende vergangenen Jahres waren es bereits 63.763. Im Vergleich 10 Jahre zuvor waren es rund 30.000. Ärztevertreter waren allerdings vor wachsenden Problemen durch schlechte Deutschkenntnisse der ausländischen Kollegen. Das Problem dürfte sich in den kommenden Jahren allerdings noch verschärfen, befürchtet die Landesärztekammer Rheinland-Pfalz. Der Grund: wegen des Ärztemangels verringert sich die Zahl der Praxen und die Besetzung der Stellen in den Krankenhäusern unvermindert. Eigentlich hätte ja heute Morgen die neue Crew für die internationale Raumstation ISS sich auf den Weg in den Weltraum machen sollen. Doch der Start mit 3 US-Astronauten und einem Russen musste wegen der Wetterverhältnisse auf den morgigen Montagmorgen verschoben werden. Die 4 sollten mit dem privaten Weltraumunternehmen SpaceX von Tech-Mayor der Elon Musk starten. Mit der Crew 8-Mission lösen sie die bisherige 7-köpfige Mannschaft ab und werden 6 Monate im All bleiben. Sie sind die Neuen auf der ISS, die sogenannte Crew 8. 3 Astronauten, 1 Kosmonaut brechen auf in die unendlichen Weiten, werden die ebenfalls 4-Mann starke Crew 7 ablösen. Dabei hat die Crew 8 schon lange auf diesen Tag hingefiebert. Als wir gerade gelandet sind und ich die vielen Leute gesehen habe, ist mir nochmals klar geworden, wie viele Menschen es braucht, um uns ins All zu bringen. Es hat über ein Jahr gedauert, uns vorzubereiten. Es ist beeindruckend, wie viele Menschen zum Gelingen dieser Mission beigetragen haben. Ich möchte mich bei all diesen Leuten bedanken. Knapp 6 Monate war die Crew 7 auf der ISS, jetzt die Ablösung. Die Crew Noon ist das 8. Team, das mit SpaceX-Raketen auf die internationale Raumstation kommt, fliegen in Crew Dragon-Raumschiffen. Das Team besteht aus 3 US-Amerikanern und einem Russen. Russland will im kommenden Jahr aus dem ISS-Programm aussteigen, plant derzeit eine eigene Raumstation. Die ersten Module sollen schon 2027 ins All gehen. Die ISS selbst sollte eigentlich noch in diesem Jahr außer Betrieb gesetzt werden. Die NASA will sie nun doch bis 2030 im Dienst behalten.
Von der Mission nun erhoffen sich die Raumfahrer des Teams unter anderem neue Erkenntnisse zu degenerativen Krankheiten, bevor die Crew 8 in einem halben Jahr den Heimflug antritt. Die spektakuläre Rettung eines Truckers bewegt die USA. Wir haben die Bilder. Nur etwas Stahl bewahrt diesen Laster und seine Fahrerin vor dem Absturz. 22 Meter über dem Ohio River in Louisville, Kentucky, stecken sie fest. Ein mutiger Feuerwehrmann wagt sich an die Bergung der Truckerin auf der Brücke. Jede Bewegung, jeder Windstoß könnte den Laster aus der Brüstung lösen. In dem Moment denkt man nicht wirklich darüber nach. Eher danach, bei der Nachbesprechung, merkt man erst, okay, das war ziemlich cool. Man kommt in Fahrt, aber währenddessen ist es ganz natürlich. Das Training zeigt Wirkung. Wir haben das 100-mal geübt. Alles wird ganz langsam und man denkt nur daran, was man machen muss. Nur wenige Minuten dauert die Bergung an sich. Anschließend wird die Fahrerin im Krankenhaus behandelt. Eine Kollision hatte sie in die lebensgefährliche Lage gebracht. Zum Sport, und damit blicken wir auf die bisherigen Ergebnisse des 24. Spieltages in der Fußball-Bundesliga und natürlich auf die Tabelle. Wolfsburg unterliegt Stuttgart mit 2:3. Union Berlin verliert gegen Dortmund mit 0:2. Mainz und Gladbach trennen sich 1:1 unentschieden. Bochum kassiert gegen Leipzig eine 1:4 Niederlage. Und auch Heidenheim verliert zu Hause gegen die Eintracht mit 1:2. Darmstadt erlebte einen rabenschwarzen Samstag und verlor mit 0:6 gegen Augsburg. Heute trifft dann Köln auf den Tabellenersten Leverkusen und Hoffenheim empfängt Werder Bremen. Bereits am Freitag trennten sich Freiburg und Bayern unentschieden 2:2. Die Tabelle am 24. Spieltag. Leverkusen führt vor Bayern, Stuttgart und Dortmund. Leipzig ist auf dem 5. Platz, gefolgt von Frankfurt, Hoffenheim und Werder Bremen. Danach kommt der SC Freiburg. Auf Platz 10 liegt Augsburg, gefolgt von Heidenheim, Mönchengladbach und Wolfsburg. Union Berlin ist auf dem 14. Platz, gefolgt von Bochum. Köln ist auf dem Relegationsplatz und Mainz und Darmstadt sind auf den Abstiegsplätzen.